Der Dreier-Jottendom. Hallo, ich bin Ralf von Jotteland. Wir haben hier im Hintergrund eine Dreierjotte in Domhöhe aufgebaut. Das heißt, Seitewände auf 4,10 Meter. Und da möchte man euch jetzt einfach kurz teilhaben lassen, wie dieser Dom entstanden ist. Also Anlass war die Leiterveranstaltung der DPSG Leuchtfeuer 2018, die hier in Westernohe stattfindet. Und wir haben für das Freiburger Diözesandorf eben die Aufgabe gehabt, ein Versammlungszelt zu erstellen. Leider gab es die Vorgabe, dass man auf 75 Quadratmeter bleiben sollte und maximal 5 Meter Höhe. Das haben wir hier mit drei Jotten erreicht. Die haben zusammen etwa 73, 74 Quadratmeter. Das heißt, wir sind in der Richtlinie und diese doppelstöckige Höhe hier, da kommen wir auch mit 5 Meter dann am höchsten Punkt im Dach auch hin. Wir haben zuerst mal angefangen, die Dächer auszubreiten. Und anhand, wie die Dächer lagen, auch die Maße zu nehmen, die Seitenstange zu legen, die ganze Heringe dann auch zu setzen. Der zweite Schritt war eine sehr aufwendige Verseilung. Das sieht man hier oben, wie diese Masten hier abgespannt gesichert sind und auch nochmal so angebracht sind, dass die entsprechende Verseilung und der Mittelpunkt dieser Jotte auch nach oben kann. Ja, guckt euch die Eindrücke an, wie wir hier gebaut haben. Habt viel Spaß dabei. Ja, der erste Schritt bei so einer Jotteburg ist erstmal die Maße feststellen, um die ins Gelände auch zu kriegen. Da hilft natürlich ein guter Plan. Und bei den meisten Konstruktionen bietet es sich an, zuerst mal die Dachfläche auszulegen und anhand der Jottedächer dann auch den Rand der Konstruktion festzustecken. Hier haben wir also quasi die drei Jottedächer miteinander verbunden, schön ausgezogen und dann mit Heringe die einzelne Ecke von der Jotteburg markiert. Zeitgleich kann man natürlich andere Arbeiten machen. Hier eine für unsere etwas aufwendig gedachte Verseilung. Und die Seitenstange verteile, weil das hilft uns dann am Fuß der Seitenstange auch wiederum die Abspannpunkte festzustellen. Das heißt, ich habe dann zu diesem Moment die Begrenzung der Jotteburg und ich habe auch schon die Abspannpunkte festgelegt, indem ich die Stange ordentlich fluchte tue und dann am Fuß der Stange die Abspannheringe einschlagen. Ich würde hier auch die Heringe noch nicht komplett einschlagen, weil schon schwindet man sie nicht mehr. Das Einschlagen kann man später noch machen. Mittlerweile haben wir dann auch die drei Aufstellstangen gebunden. Weil wir keine lang genug Stange hatte, haben wir die über zwei Parallelbunde entsprechend verlängert, sodass wir auf 7,50 Meter kamen. Und diese Maschte müsse dann auch alle separat entsprechend abgespannt wäre. Dafür haben wir für diese Konstruktion sechs große T-Profil-Hering dann auch verankert, sodass jeder Mast nach außen hin über zwei Abspannpunkte gesichert war. Nach innen rein waren die Maste untereinander verbunden. Deswegen auch die aufwendige Verseilung mit vielen Heringe, vieler Rolle. Es geht darum, quasi über die Mastspitze die drei Maschen zu verbinden und genügend Rolle drin zu haben, um das Ganze dann auch zu verbinden. Noch während die Jotteburg auf dem Boden liegt, haben wir dann die erste Lage-Seitewände eingebaut, weil die Bauhöhe an der Seitehöhe waren dann 4 Meter und wir wollten nicht alles oben mit der Leiter knüpfen, von daher haben wir alle Seitenplane in einer Lage schon mal befestigt. Jetzt kommt der Moment, wo ich die ganzen Dächer wieder zur Seite lege und die Maste dann verteile. Die kommen jetzt schon an die Stelle, wo später auch die Spitze sitze und werden dann nachher im zweiten Schritt über die Dächer quasi in die Rauchlöcher reingestellt. Das heißt, ich brauche nicht jetzt vorher alles ausgebreitet haben oder eben ich habe alles zusammengerafft, dass ich hier jetzt arbeiten kann. Die Verseilung der Maste
Da muss man ein bisschen gucken, dass man das richtige Maß dann auch hat, Eingeschleife. damit die Maschspitze an der richtigen Stelle sitze. Immer mitgerechnet die ganze Bünde und Karabiner und Schlaufe, alles was zusammenkommt. Das ist das Beste, wenn man das einfach vor Ort macht. Auch wenn man ein rechnerisches Maß hat. Also mir hatte zum Beispiel Eine 5,27 Fehlsäule noch eine Überholmanöver. Meter, glaube ich, als rechnerisches Maß, haben dann aber die nochmal nachgemessen von Hering zu Hering, also von Mitte zu Mitte Rauchloch, waren es dann sogar noch 5,10 Meter, also etwas weniger. Wir haben dann die Schnüre entsprechend gebunden. Hier im Hintergrund seht ihr übrigens den zweiten Teil der Jodeburg. Weil wir unter 75 Quadratmeter bleiben wollen, da haben wir uns für zwei Burgen entschieden, eine hohe und eine flache. Bei der Hohe kommt dann der Moment, wo wir die drei Mittelmaste aufstellen. Hier jetzt gut zu erkennen, die Verseilung, nettes, schönes DPSG-Banner noch im Bild. Das ist eigentlich der Moment, wo es die meisten Leute braucht, nämlich da, um alle drei Maste dann auch gleichzeitig nach oben zu bringen, die ja gegenseitig wieder alle miteinander verbunden sind. Man hatte hier quasi an jedem Seil außer zwei Personen und an jedem Seil außer eine Person und am Maschen zwei Personen. Und so kann man die Masche stellen und von außen mit der Seile dann auch entsprechend sichern, beziehungsweise die, wenn die Maschen da mal provisorisch stehen, dann auch über die große T-Profil-Hering, die wir gesetzt haben, dann noch absichern. Diese Konstruktion, die soll erstmal für sich stehen, also sämtliche Last, die da drauf kommt, die wird nicht über die Plane abgefangen, sondern tatsächlich durch die Seilverbindungen der einzelnen Maste stehen die statisch für sich. Ihr seht hier ziemlich viele Seile runterhängen, das kommt daher, weil wir auf weitere Stange in der Jodeburg verzichten wollten. Und deswegen alle Punkte, die noch irgendwo gespannt werden musste, wie die Mitte der Jotte und die drei Haifischflosse, die haben ja alle über die Verseilung oben dann abgespannt. Ja, hier seht ihr, dass wir natürlich gleich die erste Panne hatte. Wir haben nicht daran gedacht, dass man das Banner auch unten befestigen könnte. Das hat uns dann einmal gleich um die ganze Verseilung außer rum gewickelt. Ja, wir haben dann nochmal nachgebessert. Es ging aber gut, einen Mast runterzunehmen. Und jetzt kann es dann weitergehen, die Jotte auch so anzubinden, dass man sie hochziehen kann. Die Dachverbindungen hier wieder zu schließen. An alle Stellen, wo mehrere Öse übereinander kommen, da haben wir eine Jotte Schraube eingesetzt und damit lässt sich dann auch alles spannen. So, und jetzt kann es hochgehen, damit mit teilbare Aufstellstange arbeite. Haben wir hier das Ganze in zwei Schritte getan. Das macht vieles einfacher, wie wenn ich gleich mit der langen Stange arbeiten muss. So kann ich ganz bequem in quasi Schulterhöhe arbeiten, der ganze Dom schon mal richtig schön in Form bringe. Und erst im nächsten Schritt dann tatsächlich das Ganze auf Bauhöhe raufbringen. Ihr seht ja schon, wie die Aufhängungen auch in diesem Schritt schon aufgezogen wäre, sodass das Dach dann auch gleich in der richtigen Höhe dann auch sitzt. Ja, es gibt hier viele Seile, viele Verwirrungen, da muss man ein bisschen gucken. Man kommt schnell durcheinander. Aber es macht es einfach sehr bequem, nachher die Spannung im Dach dann auch zu halten. Wir haben ja mit zwei Seitewandhöhe und zwei Fensterhöhe gearbeitet. Die Fenster haben wir in die Mitte der Seitewand eingebaut, um einfach die Chance zu haben, falls es heiß wäre, sollte auch noch zu lüften. Die zwei Fensterseitebahnen haben wir dann auch noch direkt am Boden eingeknüpft. Und jetzt kommen die zweite Stangehälfte unten rein. Da kann man, fängt man an einer Stelle an, hebt das Dach leicht an, da muss außen immer jemand nachlassen bei der Schnüre und innen muss jemand mit der Stange nachrücken. Und so kann man dann einmal um die ganze Jodeburg auch so rumgehen, bis dann alles in der endgültigen Aufbauhöhe dann noch ist. Die Seitebahne dafür, die kann man jetzt dann noch einknüpfen. Das heißt, die Jodeburg steht hier, die muss jetzt nochmal ein bisschen ordentlich abgespannt werden, die Dächer noch nach oben.
Und dann kann man schon die Seidewände einknüpfen. Ihr seht hier von innen, es gibt einen sehr großzügigen Raum, weil innen keine weitere Stange sind als diese drei Mittelstange. Und der Rest der Dachfläche tatsächlich von oben über die Verseilung dann auch eingezogen ist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht sind Anregungen dabei, wenn ihr selber mit Schwarzzelte konstruiert. Wenn euch das hilft, dann freut mich das. Lasst uns ein Abo da und ich sage Dankeschön und Tschüss, euer Ralf von Jodeland.